Begreifen konnte es niemand. Weder die Feuerwehrleute noch die Polizisten. Diesen Anblick hatte niemand, nicht im Entferntesten, erwartet. Ein kompletter Intercity-Express, zerrissen, zerfetzt. Und trotzdem, mehrere hundert Menschen überlebten diese Katastrophe, kaum vorstellbar beim Anblick dieser Bilder. Sie fliehen, laufen ins Dorf Eschede, in die Arme der Bewohner. Es sind auch welche aus dem Zug rausgekommen, die dann mit Helferinnen hier langgegangen sind. Die standen auch alle unter Schock. Die kamen dann so langsam hier runtergelaufen. Auch drei kleine Kinder habe ich gesehen, die sie auf dem Arm hatten. Also die waren auch unter Schock. Die haben nur geweint. Ich nehme an, dass die ihre Eltern suchen oder weiß ich was. Schnell sind mehrere hundert Helfer da. Doch das Unglück ist so schrecklich. So viele Tote, Verletzte, Eingeklemmte. In den Straßen von Eschede sitzen die Überlebenden. Die Dorfbewohner helfen ihnen. Und dann, die waren ja auch kaum noch ansprechbar. Die haben sich dann bemüht um die Dame. Die war unter Schock, nehme ich an. Ja. Und naja, und dann hieß es, jetzt brauchen wir Bettlaken. Ich bin zurückgerast, habe alle Bettlaken aus unserer Wohnung und was wir so hatten geholt. Ja. Ich war nur hin und her. Und dann hieß es, wir holen Kaffee. Also man konnte ja auch nichts. Die Leute konnten ja nicht ran an die Leute. Die waren ja alle. Sind ja alle eingekeilt da oben. Also musste ja erstmal wirklich die Feuerwehr her, um die Leute rauszuholen. Ja. Das war das Problem. 9 Tote heißt es zuerst, doch diese Meldung erweist sich schnell als schrecklicher Irrtum. Fast stündlich steigt die Zahl, zunächst 20 Tote. Bereits am Nachmittag haben die Rettungskräfte 70 Leichen geborgen. Selbst für erfahrene Ärzte ein nie gesehenes Grauen. Ganz schrecklich. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Nein, nie. Ich glaube, das hat keiner erlebt bisher. Nee, das ist ja das größte, schwerste Unglück, was es bisher gegeben hat. Mir bekannt zumindest. Eine riesige Rettungsaktion läuft an. In wenigen Stunden sind über 1000 Helfer am Unglücksort. Eine Lagerhalle am Bahndamm wird zum Nothospital. Viele der Zuggäste kommen selbst, oft mit letzter Kraft. Schock, Entsetzen und sehr viele wissen nicht, was aus ihren Mitreisenden geworden ist. Familien zerrissen, Kinder suchen ihre Eltern. Unmöglich, einen Überblick zu bekommen. Manch einer muss Stunden warten, bis er erfährt, was aus den Freunden oder Verwandten geworden ist. 14 Hubschrauber sind pausenlos im Einsatz. Der Staatsanwalt beschlagnahmt Felder, um all das Hilfsgerät unterbringen zu können. Die Umgebung wird zum Katastrophengebiet erklärt. Schrecken und dann doch immer wieder Freude. Ein Helfer kommt und erzählt, wieder haben wir einen Überlebenden aus den Trümmern befreit, nach so langen Stunden. In den anderen großen Wagen gegangen, da war ich auch, da waren noch Menschen drin. Da hat man auch jetzt vor einer, jetzt war es, warten Sie mal, das war um 2 sowas, noch ein. Ja, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, dass ich sage, aber die kam eben vorher da nicht dran. Ein lebendes Mädchen geworden und die lebt auch weiter. Die war ungefähr 10. Und da waren aber nur 4 oder 5 oder 6 Tote drin. Und eine Krankenschwester sucht den Bahndamm ab, um das Kind einer verzweifelten Mutter zu finden. Und es gelingt. Also ich habe 2 Kinder erlebt. Die gehörten aber zu einer Frau, die schwerst verletzt war und die also nur Gedanken hatte auf das Kind und schrie nach ihrem Kind. Ja. Es war 3 Jahre alt und ich sollte also versuchen, das Kind zu suchen. Haben Sie es gefunden? Sie haben es gefunden und es war auch nicht verletzt. Doch für viele, sehr viele, kommt jede Hilfe zu spät. Nicht nur viele Helfer werden gebraucht, auch viele Leichenwagen. Aus dem ganzen Landkreis werden sie zusammengerufen. Die ersten Bilder aus einem Hubschrauber und jeder fragt sich, wie ist so etwas möglich? Der 7 Jahre alte Intercity-Express zusammengeschoben wie eine Ziehharmonika. Und mehrere Waggons begraben unter der eingestürzten Brücke. Die unvorstellbare Wucht eines Hochgeschwindigkeitszuges bei 200 Stundenkilometern. Doch wie war es überhaupt möglich, dass solch ein Hochtechnologieprodukt einfach aus den Gleisen fliegt? Eine erste Theorie, Spekulationen. Die Bahnstrecke der Intercity-Express Konrad Wilhelm Röntgen kommt von Celle. Und dann sei ein Auto von der Brücke gestürzt, direkt vor den ICE, so die erste Vermutung.
denn in den Trümmern liegt ein Autowrack. Doch schnell kommen Zweifel auf. Ich denke, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt Spekulationen über die tatsächliche Unfallursache verbieten. Das ist im Detail auszuforschen und aufzuklären, wenn wir das dann gemeinsam schaffen. Das Unglück direkt vor der Haustür, das ganze Dorf Eschede wird erfasst von einem Schock. Eine Katastrophe, wie sie die Menschen sonst nur vom Hörensagen kennen, immer weit weg. Ein einfaches Schild im Nachbardorf und schon kann man erleben, welche enorme Welle von Hilfsbereitschaft die Katastrophe auslöst. Es dauert eigentlich nur wenige Momente und die Blutspender stehen Schlange. Jeder wollte helfen, etwas beitragen, um die Not zu lindern. Der kleine Saal des Deutschen Roten Kreuzes im Dörfchen Garsen erlebt einen riesigen Ansturm. Wir haben mit 100 Spender gerechnet, aufgrund der Erfahrung aus der Vergangenheit heraus. Und es sind also mit Sicherheit um die 300 Spender nicht mehr gekommen, die wir abarbeiten konnten. Draußen standen mit Sicherheit 500 bis 800 Spender. Wie gesagt, dieser Spendetermin war nicht extra angekündigt, nur ein kleines Schild am Straßenrand. Und die Spender drängelten sich, warteten stundenlang nur, um ihr Blut geben zu dürfen. Jeder wollte unbedingt helfen, soweit er eben konnte. Unterdessen, die Unglücksstelle verwandelt sich in ein riesiges Lager. Immer mehr Platz wird gebraucht für die schweren Bergungsfahrzeuge, für Hubschrauber, Versorgung, Logistik. Die Bundeswehr kommt mit Bergepanzern. Die britische Armee schickt sogar Soldaten aus einer nahegelegenen Kaserne. Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Krankenhäuser, alle schicken Helfer. Pastoren, Ärzte kommen von sich aus. Am Nachmittag der Versuch zu erklären, wie es geschehen konnte, Pressekonferenz. Doch auch Stunden nach dem Unfall keine Erklärung. Der Lokführer hat überlebt und auch er findet keine Antwort. Also ich weiß nur von dem vernehmenden Polizeibeamten, dass der Lokführer einen Ruck verspürt hat und daraufhin das Signal bekommen hat, dass er bremsen soll und das getan hat und da also in Richtung Bahnhof Eschede schon war und da praktisch erst festgestellt hat, dass er keinen Zug mehr hinter sich hat. Das ist ja da, dieser Triebteil ist abgerissen dann dahinter. Eine Zeichnung vom Unfallort, doch nur so ungefähr. Die Waggons sind viel zu zerschmettert, um sie noch genau zählen zu können. Und auch wie viele Verletzte es gibt, Ungewissheit. Schwerverletzte, 25, auch geschätzt. Wir haben das natürlich nicht genau nachgezählt, sondern wir haben gesehen, dass wir ihnen halfen. Und Leichtverletzte relativ 10 wenige. Bis 15. Alle anderen Unverletzten haben wir natürlich umso weniger registriert. Die sind ja teilweise, gut, die sind betreut worden, auch unter anderem auch, habe ich mir von Pastoren sagen lassen, von den Pastoren, so wie sich das ergab. Und die sind natürlich auf Wegen, die wir nicht kennen, nach Hause gekommen, wohin auch immer. Die lassen sich also ganz schwer schätzen. Doch es sollen noch viel mehr Verletzte werden. Tausende Anrufe bei Bahn, bei Polizei, Menschen auf der Suche nach Verwandten und Freunden. Wer saß im Zug, wer liegt vielleicht im Krankenhaus? Viele der Verletzten sind nicht ansprechbar, zu schwer verletzt oder stehen unter Schock. Obwohl fast alle sehr schnell versorgt werden, das ist später die einhellige Meinung der Ärzte, einen Überblick, wer wo ist, hat am ersten Tag des Unfalls niemand. Und die Verwandten zu Hause müssen warten und bangen. Und dann kommt der Abend. Nun beginnt ein Wettrennen gegen die Zeit und gegen den Tod. Das merken alle Helfer. Denn sie wissen, nun sinken auch die Überlebenschancen aller derer, die vielleicht noch eingeklemmt im Zug liegen. Und zwischendurch kommt immer wieder ein Leichenwagen. Die Helfer stoßen fast nur noch auf Tote. Und dann in der ersten Nacht nach dem Unglück ein weiterer Kampf der Rettungsmannschaften, nun gegen die Trümmer der eingestürzten Brücke. Mindestens zwei Waggons liegen unter tonnenschwerem Schutt.
Flutlicht erleuchtet die Unglücksstelle taghell. In größter Eile werden 5 Autokräne herangeschafft. Doch diesmal geraten die Retter ins Hintertreffen im Kampf gegen die Zeit. Die Bergungsmannschaften stehen in einem fast unlösbaren Konflikt. Beeilen sie sich, droht alles einzustürzen und die vielleicht letzten Überlebenden zu begraben. Lassen sie sich aber zu viel Zeit, schwinden die letzten Hoffnungen der Verschütteten. Das schreckliche Knäuel aus verbogenem Stahl und tonnenschweren Brückenteilen gibt nach. Und die Helfer müssen vorsichtig sein, denn unter dem Schutt könnten ja noch Menschen leben. Doch bei jeder Bewegung wackelt der ganze Trümmerberg und droht, in sich zusammenzustürzen. Und auch für die Retter wird es immer gefährlicher. Sie wagen sich vor, kriechen auch in die Züge und riskieren ihr eigenes Leben. Doch vergebens. Und noch schlimmer, der Anblick in den zerfetzten Waggons unerträglich. In der Nacht bergen sie fast nur noch zerrissene Körper. Schreckliche Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Und in der Nacht kommen viele, die am Tag selbst geholfen haben und stehen schweigend am Bahndamm, versuchen zu verstehen, was sie am Tag selbst erlebt haben. Erinnerungen, von denen sie so schnell wohl nicht wieder freikommen werden. Da ist wohl eine Frau aus dem Zug geschleudert, da haben wir uns drum gekümmert. Und neben uns lag noch einer gleich ohne Kopf. Das sah schlimm aus. Ja, ich habe nur gedacht, du musst helfen. Ich wollte da rein und wollte diese schreienden Kinder holen. Ich sag zu meiner Tochter, ich gehe da jetzt gucken, hör mal, die Kinder schreien alle, da müssen wir rein. Aber man kann da einfach gar nicht rein. Und auch die Helfer, erschrocken, entsetzt. Ein Fahrer erzählt uns. Wir kommen von der Medizinischen Hochschule Hannover, haben dort die Leichen abgeladen, die werden dort eingelagert für die weitere Verwendung und sind jetzt mit den leeren Tragbaren wieder auf dem Weg hierher, um die wieder an die Einsatzstelle zu bringen, damit die wieder verwendet werden können. Vielen vom Katastrophenschutz fällt selbst das Sprechen schwer. Es ist schwierig, die Gedanken zu sortieren. Es geht einem viel durch den Kopf. Und ich denke auch allen, die dort vor Ort waren, geht vieles durch den Kopf. Sie werden also eine ganze Weile damit zu tun haben, das aufzuarbeiten. Ja. Man kann während des Einsatzes, während man arbeitet, nicht über die Schicksale nachdenken. Das würde einen blockieren. Eine Turnhalle. Geistliche kommen nun auch zu den Rettern und versuchen ihnen zu helfen, mit Worten. Nicht nur den Opfern aus dem Zug. Auch den Helfern, die in gewisser Weise nun selbst Leidtragende sind durch den schrecklichen Anblick des Unglücks. Ein Erklärungsversuch eines Helfers für die Helfer. Die sind so stark engagiert, den Verletzten zu helfen. Das ging mir selber so, dass man sich so konzentriert darauf, dass man in dem Moment noch gar nicht zum Nachdenken kommt, sondern unmittelbar helfen will. Wenn man dann aber zur Ruhe kommt, insbesondere auch die Einsatzkräfte zur Ruhe kommt, da sahen wir auch unsere Aufgabe drin, dann mit denen zu sprechen, beziehungsweise einfach das anzubieten, dass man darüber reden kann. Wohl fast allen wird es sehr schwer fallen, diesen Tag und diese Nacht zu verarbeiten. Und je später es wird, umso mehr schwindet die Hoffnung, doch noch Menschen zu retten aus dem Trümmerberg. Die Ärzte erklären, in diesen Trümmern kann aller Wahrscheinlichkeit nach kein Mensch mehr leben. Die Sanitäter räumen die Tragbaren weg. Als es dann beginnt, hell zu werden, fällt die Entscheidung. Die Kräne beginnen, die Wrackteile zu heben. Mit größter Vorsicht, aber alle Hoffnung, doch noch Menschen retten zu können, ist verschwunden. Denn unter dem Druck dieser Bewegungen könnte niemand überleben. Es ist das klare Zeichen, nun ist die letzte Hoffnung dahin. Am zweiten Tag der Rettungsarbeiten wird es nur noch darum gehen, die letzten Leichen zu bergen, bevor dann irgendwann
damit begonnen werden kann, auch den Schutt zu beseitigen. Der erste Morgen nach der Katastrophe. Idylle am Rand der Lüneburger Heide. Ein Reiterhof, ein paar hundert Meter von der Unglücksstelle entfernt. Die Familie Lock kümmert sich hier meistens um Feriengäste. Doch seit gestern ist ein anderes Thema wichtig. Hinter den Pferdeställen steht der Triebwagen des Todeszuges. Hier kam er zum Stehen. Erst hier merkte der Lokführer, dass er alleine fuhr. Die Reitlehrerin des Hofes erinnert sich. Man weiß ja nicht, ob das der Anfang oder das Ende war vom Zug. Und es war nicht zu sehen. Keiner drin, keiner dran. Naja, und man weiß nie, wie so Züge reagieren. Aber ein bisschen vorsichtig sind wir wieder zurückgelaufen und sind dann von vorne an den Zug ran. Und da hat uns der Zugführer entdeckt und guckte aus seinem Fenster und sagte, ihm wäre nichts passiert weiter und er wüsste auch nichts. Er wäre zwangsgebremst worden und halt von seinem Stuhl geplumpst, aber ansonsten wäre er in Ordnung. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir ihm ja auch nicht weiterhelfen. Gesagt, wir sind hier erreichbar und wenn was ist, dann melden Sie sich. Und er guckte dann immer da raus und nach einer Dreiviertelstunde sind wir wieder hin. Und er sich, weil der nicht so ganz fit aussah, ich sah, ist wirklich alles in Ordnung. Und er meinte, ja, ja. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen uns ja auch nicht weiter darum kümmern eigentlich, weil es sind ja genug vor Ort und der ist ja gut aufgehoben da. Und nach einer weiteren Stunde ist er dann wohl abgeholt worden. Doch was war der Grund, dass der Zug abriss? Die Aufräumkräfte und die Experten der Staatsanwaltschaft suchen weiter. Viele Theorien, keine Erklärungen. Es ist ein Desaster für die Deutsche Bahn AG, sicherlich ein Rückschlag für die gesamte ICE-Technik. Trotzdem. Der Hochgeschwindigkeitsverkehr, dem wird eine große Zukunft vorausgesagt, weltweit. Das fängt von Japan an, geht über die europäischen Länder und auch bis nach Amerika sind ja Planungen im Gange, sodass wir glauben, dass wir nach wie vor oder wir wissen, auf der richtigen Linie sind. Und man kann aus diesem einen Unfall sicherlich nicht darauf schließen, dass man jetzt grundsätzlich am Hochgeschwindigkeitsverkehr Zweifel anmelden kann. Ich war vorhin an einer Unglücksstelle gewesen, so ein bisschen, also... Das ist unnormal. Also ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr mit dem Zug fahren im Moment. Am Vormittag Pressekonferenz. Fast 24 Stunden nach dem Unglück ein Resümee der ersten Untersuchung. Die ganze Nacht durch Spurensuche, doch viel weiter ist man nicht. Es ist nach wie vor so, dass die Toten bei weitem nicht alle identifiziert sind. Und es ist nach wie vor so, dass die Trümmer der Brücke auf den Waggons, die unter ihnen begraben sind, liegen. Und ich sage gleich hinzu, was wir immer wieder betont haben, gestern schon und heute betonen müssen, wir müssen befürchten, dass unter den Trümmern der Brücke weitere Tote liegen. Dass Lebende gefunden werden, ist nahezu ausgeschlossen, wie der leitende Notarzt, Herr Dr. Hülz, eben noch einmal bekräftigt hat. Die Polizei des Landes Niedersachsen zusammen mit dem BGS hat eingerichtet eine Sonderkommission Eschede mit etwa 28 Beamten der Landespolizei und 16 Beamten des Bundesgrenzschutzes. Werden wir versuchen, die Ursachen zu ermitteln. Dazu gehört natürlich zunächst einmal die akribische Aufnahme des sogenannten Unfallortes. Und an diesem Ort starben 91 Menschen, die einzige konkrete Zahl, die bis zu diesem Zeitpunkt am späten Vormittag vorliegt. Wie viel es noch werden, weiß keiner. Das nächste Etappenziel, die Waggons, die unter der eingestürzten Eisenbahnbrücke verschüttet sind. Mit Spezialgerät versuchen sie, Stahltrossen zu befestigen, den Brückenansatz zu kappen. Immer wieder werden die Arbeiten verzögert, Abrutschgefahr. Die Frage, was verbirgt sich unter der Brücke? Nach dem äußeren Augenschein, denke ich mal, sind es noch zwei Waggons, die da unten liegen. Obwohl, das kann man tatsächlich nicht so genau abschätzen. Denn ich habe vorhin dieses Bild schon mal gebraucht. Stellen Sie sich vor, eine Riesenfaust zerknüllt eine Pappschachtel und dann noch eine darüber und möglicherweise noch eine. Dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung davon, was mit diesen Waggons hier passiert ist und wie die zusammengedrückt sind. Es ist manchmal für die Helfer nicht zu erkennen, ob das nun ein, zwei oder drei Waggons sind. Gegen Mittag gelingt es endlich. Die Brücke bewegt sich. Das letzte große Hindernis bei der Bergung scheint genommen. Zwei Waggons kommen zum Vorschein, ein Passagier- und ein Bistrowagen. Jetzt werden die Helfer versuchen, ins Innere vorzudringen, weitere Opfer zu finden. Zu dieser Zeit beginnt der Aufmarsch der Politik in Eschede. Als erster kommt der Ministerpräsident Niedersachsens, Gerhard Schröder. Nachdem auch die Bahn AG 1 Million Mark Soforthilfe locker gemacht hatte, verspricht auch Schröder den gleichen Betrag.
Ich denke, in dem Ausmaß der Trauer über die Opfer, im Ausmaß des Mitgefühls mit den Verletzten, aber auch in der Welle der Hilfsbereitschaft im ganzen Land, waren die Deutschen seit langer Zeit nie so nah beieinander wie angesichts dieser schrecklichen Katastrophe. Kurz darauf trifft auch der Kanzler an der Unglücksstelle ein. Er nimmt an einer Lagebesprechung der Einsatzleitung teil. Ich habe hier zum Ausdruck gebracht, dass wir seitens des Staates, in diesem Fall seitens der Bundesregierung, alles tun werden, was wir tun können. Ich habe den ganzen Leitern, die hier vor Ort die Aufgabe wahrnehmen, allen voran Ihnen, Herr Oberkreisdirektor, noch einmal gesagt, sagen Sie jetzt, was Sie brauchen. Es gibt hier keinen Instanzenweg und es gibt auch keine Beziehung Bund, Länder und Strukturen dieser Art, sondern wir sind da, um zu helfen. Die Aktion kostet Geld, 1 Million vom Bund, verspricht der Kanzler und schreitet seinerseits zum Ort des Geschehens. Schon vorher hatte sich die versammelte Presse darüber beschwert, dass sie keine Möglichkeit bekam, die Unglücksstelle zu betreten. Vielleicht gab der Kanzlerbesuch den Verantwortlichen den letzten Ruck, denn plötzlich kam Bewegung in den Journalistentross. Wie auf einer Safari wurden die Reporter auf Bundeswehr-Lkw verladen und über Feldwege direkt dorthin transportiert, wo versucht wird, Ordnung in das Chaos zu bringen. Wir müssen hier um 12.10 Uhr die Fahrzeuge wieder besetzen und dann die Schadensgebiete verlassen. Bitte machen Sie Ihre Aufnahmen. Danke. Die Sicherheitskräfte sind strikt. Nach wenigen Minuten ist der Spuk vorbei. Und hier gehen natürlich wieder die Spekulationen los. Was war die Ursache des Unglücks? Am Nachmittag neue Spekulationen. Experten hatten 5 Kilometer vor Eschede Einzelteile gefunden. Außerdem entdeckten sie Beschädigungen an den Gleiskörpern. Jetzt deutet plötzlich alles auf einen technischen Defekt hin. Die alten Theorien von heruntergefallenen Autos, sie scheinen damit überholt. Diese Passstücke oder Fundstücke, die dort aufgefunden worden sind, müssen natürlich jetzt durch Sachverständige überprüft werden, ob sie überhaupt diesem verunglückten Zug zuzuordnen sind. Die Bahn hat gesagt, dass es immer mal vorkommt, dass kleine Teile von einem Zug abgerissen werden und dann im Gleisbett liegen. Auch die zweite Theorie schien jetzt unwahrscheinlich. Danach sollten Beschädigungen an Schienen oder Fahrdamm das Unglück ausgelöst haben. Der Zug kam ins Schlingern, entgleiste. 4 Waggons hinter dem Triebkopf rissen sie ab, der Rest raste in die Brücke, die einstürzte und die Menschen unter sich begrub. Aber solche Deformationen an den Schienen konnte man nicht finden. Die Entdeckungen vom Donnerstag führten dann wohl auf die richtige Spur. Es stellte sich heraus, dass
auch gemeinsam zu beten. Und ein kleines Wunder, was passierte, war, dass eine alte Dame immer nach ihrem Enkelkind fragte und nicht wusste, dass das Kind 150 Meter weiter saß. Und es war diesem Kind nichts passiert, es war eben nur aus ihrem Blickfeld. Kleine Wunder, doch davon gab es nicht viele. Schwierig für die, die selbst zu diesem Zeitpunkt noch hoffen. In einer Turnhalle sind die Angehörigen untergebracht, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, werden auch sie rund um die Uhr von Seelsorgern betreut. Am Abend Gottesdienst in der Gemeindekirche. 400 Menschen trauern um die Opfer. Der Schock in Eschede sitzt tief. In dieser Stunde nun wollen wir gemeinsam. In der Nacht dann, endlich wird der Bistrowagen geborgen. Nur zwei Leichen werden darin entdeckt, wahrscheinlich zwei Bahnbedienstete. Das Bistro war vor dem Unfall wegen Reinigungsarbeiten geschlossen worden. Heute dann doch noch weitere Opfer. In dem letzten Waggon wurden weitere Leichen gefunden. Bisher waren es 96, jetzt kommen wieder neue dazu. Hoffentlich die letzten. Noch immer wird über die Unfallursache gerätselt, auch wenn die letzte Theorie am wahrscheinlichsten ist. Es war wohl der gebrochene Radreifen, doch bestätigen will es noch keiner. Ursachenforschung, sie wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Bisher interessierte die Frage nach den Gründen weder die Überlebenden noch die Angehörigen der Opfer. Für sie, deren Zahl wir noch nicht kennen, kommt sowieso jede Hilfe zu spät. Viel Arbeit wird noch nötig sein, Aufklärungsarbeit, Trauerarbeit, auch dann noch, wenn die Gleise von Eschede längst wieder geräumt sind.